Hallo Reisefreunde! Für einmal melden wir uns aus einem anderen Kanton als dem Thurgau. Aus dem Kanton Schaffhausen. Und warum wir hier sind, das habt ihr im Titel schon gesehen. Wir haben eine ganz spezielle Übernachtung vor uns. Ja, für einmal möchten wir euch gar nicht auf die Folter spannen, sondern das Geheimnis eigentlich gleich lüften. Komm, wir holen einfach den Schlüssel ab und dann gehen wir schauen, wo wir denn heute übernachten. Den Schlüssel zu unserer speziellen Unterkunft von heute Abend, den müssen wir hier abholen. Und jetzt hoffentlich ist jemand da und gibt ihn uns gleich. Grüezi. Grüezi wohl. Ich komme den Schlüssel abholen zum Schiff. Das hat der Schiff. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, danke, ganz Gott. Viel Spaß für die Übernachtung. Und jetzt gehen wir schauen, wo das unser Schiff angelegt hat. Ihr seht es, wir sind in Schaffhausen und Schaffhausen liegt am Rhein. Und was liegt da näher als ein Schiff? Und wir dürfen heute wirklich auf einem Schiff übernachten. Kennt ihr den Film Nachts allein im Museum? Genau so geht es mir heute, nachts alleine auf dem Schiff. Wir haben den Schlüssel zur MS Konstanz, der URH, der Untersee- und Rheinschifffahrt. Und wir dürfen wirklich alleine auf diesem Schiff heute Nacht schlafen. Und ich bin so gespannt, wie es darauf aussieht, was wir machen können. Einfach alles. Und da nehmen wir euch heute mit. Jetzt schauen wir uns erstmal um und gehen rein. Allein schon der Gang über die Bootstreppe, ohne dass ein Matrose dasteht, ist schon mal ganz ein spezielles Gefühl. Und wir stehen jetzt hier auf der MS Konstanz mitten im Rhein. Schaut euch mal hier um, direkt auf dem Fluss. Aber was euch und uns natürlich noch viel mehr interessiert, ist das, was hier drin ist. Hier geht es jetzt quasi zu unserem Schlafzimmer auf dem Schiff. Mal schauen, was sich hier drin verbirgt. Schlüssel umdrehen. Der Schlüssel hat gepasst, wir sind drin auf dem Schiff und hier drin sieht es aus, ich würde mal sagen, wie in einer Suite, oder was meinst du? Ja, ich habe ja so persönlich schon Ausbaugedanken, ja, also, aber ich glaube, so lange sind wir dann doch nicht hier drauf. Wir dürfen eine Nacht hier auf dem Schiff jetzt übernachten und wir haben richtig viel Zeit. Das ist jetzt nachmittags um 4 und wir müssen das Schiff erst morgen um 11 Uhr wieder zurückgeben. So lange ist es unser Schiff und jetzt erkunden wir das erst einmal. Für euch gibt es die ersten Bilder. Wir sammeln uns ein bisschen und dann erfahrt ihr noch mehr über das Projekt und warum wir heute Nacht auf einem Schiff übernachten. Schon mal richtig, und ich kann es nicht anders sagen, geil. Also die Innenausstattung, wer sich das überlegt hat, Hammer. Aber das Schiff hat nicht nur die eine Tür. Ihr seht es, da hat es noch eine zweite. Und da gehen wir jetzt auch noch schnell schauen. Nämlich fast noch schöner da draußen. Und so stehen wir sozusagen auf dem Außendeck der MS Konstanz. Unglaublich. Seht euch das mal an. Wir haben hier so Hängestühle, wo man sich reinsetzen kann. Ich denke, die werden wir heute noch nutzen, weil es hat auch Wein hier, den wir aufmachen dürfen. Hier hat es so eine schöne Ecke mit ganz vielen Kerzen, in Anführungszeichen, das sind LED-Kerzen. Und hier hinten kommt sozusagen das Schmuckstück. Und ich denke, da werden wir heute Abend zu Abend essen. Aber wie das funktioniert, das sagen wir euch dann noch. Und zwar dieser Bereich hier.
Hammer, oder? Einfach nur Hammer. Wir finden es so cool und wir dürfen wirklich eine Nacht lang hier drauf schlafen. Und ich kann mir das erstens noch nicht vorstellen und zweitens freue ich mich riesig drauf. Ja, was machen wir jetzt noch? Ich würde mal sagen, wir springen da noch rein. Ja. Rein in den Rhein. Apropos Wasser und Baden und so weiter. Ich frage euch vielleicht, vielleicht muss man ja mal noch auf Toilette. Ist natürlich möglich. Und zwar hier. Braucht den Schlüssel. Passt nämlich nicht nur zur Eingangstür, sondern auch zu dieser Tür hier. Und das ist dann die Toilette. Toilette mit Aussicht. Ja, eben. Wollte ich gleich sagen. Und ich meine, theoretisch, die Tür, die steht hier an. Man könnte ja auch mit offener Tür auf Toilette gehen, weil ich meine... Und dann einfach hoffen, es kommt kein Schiff vorbei, ja. Oder? Die alle winken. Aber diese Aussicht, Hammer, wirklich. Also so cool gestaltet und ich bin wirklich hin und weg. Schließ da wieder ab. Und wir erkunden jetzt zusammen, also ich und Steffi erkunden jetzt zusammen noch das ganze Schiff. Dann gibt es für euch noch ein paar Einzelheiten mehr. Und ja, wir freuen uns einfach riesig hier zu sein. Wir wurden eingeladen von Schifffahrt Untersee und Rhein. Und ja, wir genießen es in vollen Zügen. Ich habe herausgefunden, wo der Schlüssel nicht passt. Und zwar hier. Da dahinter verbirgt sich der Führerstand. Hier steht ja normalerweise der Kapitän und da kommen wir nicht drauf. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen und das schauen wir jetzt zusammen an. Wir starten hier in dieser Ecke. Die sieht ja schon mal richtig heimelig, sagen wir in der Schweiz, aus. Wir haben hier das Gästebuch, wo man sich eintragen kann. Und ich wette, da steht noch fast nichts drin. Wir sind sozusagen die Ersten, die auf diesem Schiff übernachten können. Richtig cool. Dann haben wir hier eine Flaschenpost und die machen wir jetzt mal zusammen auf. Ich weiß schon, was es drin hat und das interessiert uns alle. Das ist die Geschichte dieses Schiffes. Die Geschichte des Motorschiffes Konstanz. Das übrigens Baujahr, jetzt haltet euch fest, 1925 hat. Also eine richtige alte Lady, kann man da sagen. Seit dem 2. Juli 1925 ist die Konstanz ununterbrochen in Betrieb. Sie ist das älteste Dieselmotorschiff auf dem Bodensee, das zweitkleinste von 33 Schiffen der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein und eines von insgesamt 11 Schiffen nach 1840 mit dem Namen Konstanz, der größten Stadt am Bodensee. Also die hat richtig eine lange Geschichte. Wenn ihr mal hier übernachtet, dann könnt ihr dann die ganze lesen. Und dann haben wir hier eine weitere Besonderheit an diesen Ecken. Und zwar kann man, wenn einem der kleine Hunger plagt, entweder in das Restaurant Güterhof da gleich am Hafen gehen. Aber wir dürfen heute Nacht Roomservice bestellen. Also das Essen, unser Abendessen, das wird hier auf das Schiff geliefert. Und ich meine, ich muss nachher erstmal die Speisekarte anschauen, dass ich weiß, was ich bestellen möchte. Das kann jeder machen, der hier übernachtet. Und dann kann man dann da hinten Abendessen. Da kann man dann draußen sitzen und Abendessen. Ja, das zeigen wir euch dann natürlich alles, was wir bestellt haben. Dann haben wir hier noch eine andere Seite, die ich euch zeigen möchte. Morgen früh möchten wir natürlich auch noch etwas essen, Frühstück nämlich. Das nehmen wir im Sorell Hotel ein, hier in der Stadt in Schaffhausen. Das zeigen wir euch dann. Da lassen wir euch noch ein bisschen zappeln. Aber hier sind eigentlich noch so die wichtigsten Informationen und die gehen wir jetzt noch zusammen durch. Check-out ist um 11 Uhr, das habe ich euch gesagt. Frühstück im Sorell Hotel. Dann, das ist inklusive. Das ist inklusive im Preis. Rauchen natürlich nur draußen. Room Service, das habe ich euch gerade gesagt. Candlelight-Dinger auf dem Achterdeck, das ist übrigens das Achterdeck, jetzt wissen wir das auch noch. Wir sind ja da nicht so gewieft, denn Schaffhausen erleben, das machen Steffi und ich mit euch zusammen dann auch noch. Wir gehen ein bisschen in die Stadt bei Schaffhausen, das hat echt was zu bieten. Schwimmen, ganz wichtig, man kann hier im Rhein natürlich schwimmen, das können wir euch nur empfehlen. Es hat hier gut 5 Minuten zu Fuß eine Badestelle oder hier 5 Minuten in die andere Richtung, die Ribadi, sagt man, die Ribadi von Schaffhausen. Seekrankheit ist da auch vorgemerkt. Für allfällige Seereisekrankheiten empfehlen wir die Volksapotheke. Also
wenn ihr wisst, dass ihr so ein bisschen zu Übelkeit neigt, wenn ihr so ein bisschen auf einem wackelnden Schiff steht, dann besorgt euch vorher etwas. Dazu kann ich morgen dann vielleicht was sagen, weil ich bin so eine Kandidatin. Genau. Bis jetzt spüren wir noch nicht viel. Es bewegt sich nicht groß, das können wir schon mal sagen. SOS, bei großer Seenot hilft unser Kapitän. Also es hat immer zwei Telefonnummern, die man anrufen kann, wenn irgendwas ist. Toilette haben wir euch gezeigt. Alle Informationen hier. Was auch noch ganz cool ist, das sage ich euch, ich kann nicht mehr aufhören. Ich muss euch das auch noch kurz zeigen. Und zwar, diese Fenster hier, die kann man wirklich runterkurbeln. Da ist man zwar eine Weile beschäftigt, weil... Das geht ewig, wirklich ewig, aber es funktioniert. Das Schiff ist ja auch von 1925, also ich meine, was erwartet man da? Ja, ich denke, das ist mal so der erste Eindruck. Wir lassen jetzt mal alles sacken, springen noch schnell in den Rhein, zeigen euch danach die Stadt und ich freue mich ja vor allem auf den Abend, wenn wir alle diese Kerzchen und Lichter anmachen können, wenn die Sonne langsam untergeht. Ja, ihr seht es ja dann, ich freue mich auch auf die Nacht, wie wir schlafen und ja, auf geht's. Bevor wir jetzt schwimmen gehen, verraten wir euch noch das Geheimnis hinter diesem Projekt, weil wir haben euch ja wahrscheinlich alle jetzt verrückt gemacht nach diesem Schiff und ihr wollt sicher alle auf diesem Schiff schlafen, das können wir euch auch verstehen und das könnt ihr auch. Ab heute könnt ihr dieses Schiff buchen, die ganzen Informationen, die findet ihr unten in der Infobox. Es ist aber nicht nur dieses Schiff, das man buchen kann, es gibt in der ganzen Schweiz ab heute sogenannte Pop-Up-Hotels und das passiert im Rahmen von Swiss Urban Sleeping. Lest euch mal ein, da findet ihr unten auch den Link und das ist ganz, ganz spannend, weil es gibt in der ganzen Schweiz solche ganz verrückten Übernachtungsmöglichkeiten. Wir kennen momentan die anderen noch nicht, aber ich würde mal behaupten, das hier ist wahrscheinlich das coolste von allen. Auf dem Schiff zu schlafen, was gibt's cooleres? Einfach unten in der Infobox vorbeischauen. Wir gehen jetzt schwimmen, ihr bleibt hier und dann sehen wir uns dann zum Abendessen wieder. Bis dann! Wir sind zurück. Okay, viel geschwommen sind wir eigentlich nicht. Es ist richtig knackig kalt der Rhein. Aber das kann sich natürlich im Laufe des Sommers noch ändern. Also wenn ihr später hier seid, dann ist der Rhein wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer als heute. Wir haben einfach die Füße reingestreckt und ein bisschen genossen und ein bisschen den Enten und den Schwänen zugeschaut. Aber das Ganze, das macht natürlich auch Hunger. Und darum, ihr wisst es, greifen wir zur Speisekarte. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Jetzt habe ich die Weinkarte erwischt. Nochmal, hier, schauen wir, was es so gibt. Hey, du hast die ist leer. Das ist rausgefallen, gut, nochmal. Hier, so. Vom Lagerhaus zur Trend Location. Der Güterhof in Schaffhausen ist schweizweit bekannt. Richtig cooles Restaurant. Spezialitäten vom flacher Spargel, Spargelzeit natürlich momentan, Fleisch, Vorspeisen. Ich würde sagen, Steffi und ich werfen da mal einen Blick rein und danach rufen wir den Roomservice an. Essen ist geliefert und zwar vom Restaurant. Es wurde sogar serviert, der Wein eingeschenkt, also wirklich vom Feinsten. Es gibt einmal asiatisch für mich und einmal eklig Knusperli für Steffi und wir genießen es jetzt in vollen Zügen und wünschen guten Appetit. Ein guter. Das war jetzt richtig lecker. Oh ja. Und ich denke, jetzt nehmen wir uns noch ein Glas Wein und dann ab in die Hängestühle, oder? Mhm. So.
So, es ist Zeit für ins Bett. Wir haben einen wunderbaren Abend verbracht, haben jetzt noch stundenlang in den Hängestühlen gesessen, Wein getrunken, übers Leben philosophiert und dem Wasser zugehört. Es war wirklich wunderschön. Jetzt sind wir aber gespannt, wie wir auf unserem eigenen Schiff der MS Konstanz schlafen können. Es ist kurz vor 11 Uhr. Wir begeben uns jetzt langsam ins Bett und sagen euch gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich alle, wie schläft man denn auf so einem Schiff, auf der MS Konstanz, mitten in der Stadt Schaffhausen? Und ich kann euch versichern, man schläft wie ein Baby. Also wir haben wirklich nichts gehört, nie erwacht, es war wunderbar. Und am Morgen, wir haben die Vorhänge ein bisschen aufgelassen, sind wir mit der Sonne erwacht. Das war gut um 6:30 Uhr. Wir sind liegen geblieben und haben richtig schön den Morgen genossen. Es war herrlich. Wir können es euch nur empfehlen, mal hier eine Nacht zu verbringen, abzuschalten und zu genießen. Einfach der Wahnsinn. Für uns, wir packen jetzt unsere 7 Sachen zusammen und dann geht's zum Frühstück. Da nehmen wir euch natürlich mit. Es geht ins Hotel Sorel. Das gehört dann dazu, wenn man hier übernachtet. Und wir sind natürlich super gespannt, was es da zum Frühstück gibt, weil wir lieben Frühstück. Das war jetzt also das Frühstücksbuffet im Hotel Sorel. Jetzt schlendern wir noch ein bisschen durch die Stadt. Das war's, unsere Experience, eine Nacht alleine auf einem Kursschiff, haben wir vollbracht. Ich kann auch noch kurz sagen, für die, die jetzt auch so ein bisschen sich fragen, ja, ich habe auch ein bisschen Seekrankheit, wie läuft das ab? Ich reagiere normalerweise ziemlich schnell darauf und ich hatte gestern Abend, als es mal ein bisschen geschaukelt hat, dann doch auch ein bisschen das Gefühl so, ja, allzu viel vertrage ich jetzt nicht mehr. Aber in der Nacht oder auch am Morgen und auch später dann am Abend war es eigentlich weg und es war überhaupt kein Problem, also auch für mich nicht. Es war eine absolut gigantisch coole Erfahrung, also ich würde sofort wieder machen. Wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox. Und jetzt haben wir dazu noch eine Freikarte bekommen, mit der können wir jetzt, was ist das, eine... für ein Freibillett bekommen. Mit dem können wir jetzt zurück nach Steckborn fahren. Aber ich würde sagen, für euch war es das. Das ist sonst ein bisschen viel Schiff, oder? Genau, und wenn ihr sehen wollt, wie so auf dem Schiff sich das Ganze anfühlt, dann haben wir hier oben ja für euch noch die Vogelschau. Die haben wir ja auch schon mit der Untersee-Rheinschifffahrt gemacht. Genau, von euch möchten wir jetzt aber noch wissen, Camper oder Schiff? Weil ein Schiff könnte man ja auch umbauen. Ja, also so ein bisschen Selbstausbauer-Ideen hätte ich da ja schon. Wir überlegen uns gerade, ob ein Schiff vielleicht nicht fast praktischer wäre. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Für alle, die sich jetzt sonst noch fragen, ja, dieses Video haben wir vor unserer Abreise gedreht. Wir sind wieder unterwegs. Das Video ist entstanden während unserer Zeit in der Schweiz. Aber das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, auf dem Schiff zu übernachten, kein Problem. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns die Tage dann wieder. Bis dann. Tschüss.